Les besoins en infrastructures de notre société sont importants et vont le demeurer à l'avenir. Die Nachfrage nach Zement und Beton wird daher anhalten, weshalb wir diese Baustoffe klimafreundlich herstellen und sinnvoll einsetzen müssen. Pour fabriquer du ciment, il faut d'abord extraire des matières premières, essentiellement du calcaire, qu'on mélange à de l'argile et d'autres matériaux de l'économie circulaire. Ces matières-là sont concassées, broyées, ensuite envoyées dans un four à très haute température pour former une première matière réactive qui est le clinker. Ce clinker-là, lui, ensuite est mélangé à d'autres composants pour former différents types de ciment. La production de ciment émet beaucoup de CO2 parce que tout d'abord, c'est de la roche qu'on doit cuire à haute température. La vision de Holcim en termes de durabilité, c'est d'atteindre la neutralité carbone à 2050 et le 100% recyclable. Holcim va atteindre ses objectifs en travaillant tout au long de la chaîne de valeur avec une stratégie de décarbonation, intégrant les parties prenantes. Et évidemment, l'économie circulaire qui joue un rôle très important. Das Produktportfolio Holcim wird sich verändern. Der Anteil an Zementen mit ressourcenschonenden Materialien wird wesentlich erhöht werden. Wir werden die Zemente mit einem reduzierten Klinkeranteil von 11 auf über 50% steigern. Und auch die Betone, die CO2-reduzierten Betone, der Anteil wird sich wesentlich erhöhen. Das Bauen mit Beton können wir noch nachhaltiger gestalten, indem wir darauf achten, dass wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieses Baustoffs Optimierungen vornehmen. Holcim setzt sich dafür ein, dass neue Gebäude kreislauffähig und materialeffizient konzipiert werden und dass der Baustoff Beton nur da zum Tragen kommt, wo er strukturell tatsächlich erforderlich notwendig ist. Holcim arbeitet an weiteren Baulösungen für ein nachhaltiges Bauen mit Beton, zum Beispiel Aerium, ein hochwertiger, qualitativer Mineralschaum, der die Energieeffizienz von Gebäuden wesentlich erhöht. Im Zementwerk nutzen wir die Digitalisierung hauptsächlich als Mittel zur Automatisierung, wie zum Beispiel im Hintergrund sichtbar die autonomen Fahrzeuge von Volvo, wo wir im Steinbruch eben vollautomatisch und vollelektrisch den Materialtransport machen. Am anderen Ende der Wertschöpfungskette, also wenn wir auf die Baustellen gucken oder zu unseren Kunden, dann haben wir eine flächendeckende Digitalisierung in den letzten Jahren festgestellt. Der nächste Schritt in der Digitalisierung fokussiert sich, einen Beitrag zu leisten zur Nachhaltigkeit und die Digitalisierung zu nutzen, um die Kreislaufwirtschaft weiter voranzubringen. Wir setzen dabei auf Daten, auf KI und Algorithmen und sind aktuell dran, Algorithmen in der Disposition einzubauen, sodass wir Materialflüsse, Fahrzeuge und Strecken so optimieren können, dass wir den CO2-Footprint und die Kosten reduzieren. Damit wir als Gesellschaft so bauen, dass auch künftige Generationen eine Zukunft haben, müssen wir alle zusammenarbeiten. Vom Baustoffhersteller über Architekten und Politiker bis hin zu jedem einzelnen Hausbesitzer.